Hallo, ihr fabelhaften Schützegeborenen und Schütze-Aszendenten. Herzlich willkommen zum Monatshoroskop im Oktober 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorff. Liebesgöttin Venus scheint sich für euch zurückzuziehen, wirkt aber aus der Stille heraus. Jetzt beginnen wunderbare Wochen für spirituelle Schützen, die sich tief mit der kosmischen Liebe und der Weisheit verbinden können. Das gilt für das Schütze-Kollektiv und die Schütze-Aszendenten, aber es kommt nun sehr darauf an, wo die Venus sich in eurem individuellen Geburtshoroskop befindet und ob ihr vielleicht auch Planeten im Skorpion habt. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, können wir uns das in meinem Webinar Antonias Sterne am 5. Oktober näher anschauen oder natürlich in einer persönlichen Beratung. Ihr erreicht mich über mein Kundentelefon oder meine Homepage. Und alle Informationen dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier. Wenn ihr bei der Verlosung mitmacht, könnt ihr in diesem Monat auch eine Beratung gewinnen. Und was ihr dafür tun müsst und wie das geht, dazu mehr am Ende des Videos. Also bleibt dran. Gleich schauen wir in die Sterne für den Oktober. Vorher noch der Hinweis, dass ihr eure langfristigen Tendenzen jederzeit nochmal im Jahreshoroskop 2018 abrufen könnt. Das gibt's als Video oder ihr könnt es in meinem Buch nachlesen. Darin findet ihr auch die Geburtstagskinder, die spezielle Aspekte empfangen. Für euch ist das zum Beispiel die Spannung zu Neptun, die noch über mehrere Jahre sehr wichtig für euch ist. Jetzt im Oktober dreht sich erstmal alles um die Venus. Sie befindet sich im Skorpion in eurem 12. Sonnenhaus der Spiritualität und des Rückzugs und des Verborgenen. Und dort wird sie rückläufig, und zwar am 5. Oktober und insgesamt bis zum 16. November. Sie bildet keinen direkten Aspekt zu eurer Schütze-Sonne, aber viele Schützen haben halt auch Planeten im Skorpion und spüren dann diesen Einfluss ganz direkt. Das müsste man dann eben mal in einer Beratung oder im Webinar klären. Aber ganz allgemein bedeutet diese Konstellation für euer Zeichen, dass eine ganz wichtige Phase mit spirituellen Entwicklungen ansteht. Die gesamte Heilerachse in eurem Horoskop ist betont, auf der anderen Seite durch Uranus, der in euer 6. Haus der Gesundheit und der Heilbegabung gelaufen ist. Da spielt jetzt die Musik. Auf diese Bereiche solltet ihr euch konzentrieren, sei es in eurer Arbeit, indem ihr euch Klienten oder Patienten widmet, oder in eurem Privatleben, indem ihr euch um eure persönliche Spiritualität und auch gesundheitliche Themen kümmert. Ihr solltet euch Zeit nehmen, euch zurückzuziehen und in der Stille zu genießen. Legt euch ein Notizbuch neben das Bett. Es können Botschaften durch eure Träume reinkommen. Schützen in fester Partnerschaft können schöne, innige Momente mit ihrem Schatz erleben, wenn sie sich beide gemeinsam spirituellen Themen widmen. Die Rückläufigkeit der Venus kann sich für euch so auswirken, dass sich vielleicht an euren spirituellen Werten etwas ändert. Oder ganz konkret, dass ihr Schwierigkeiten habt, für eure heilerischen oder spirituellen Dienste an anderen auch ein entsprechendes Honorar zu verlangen. Achtet darauf, dass ihr eure Geldangelegenheiten so klar und einfach wie möglich haltet, sodass keine Missverständnisse entstehen. Und ihr solltet auch kein Geld verleihen, denn das seht ihr wahrscheinlich so schnell nicht wieder. Auch Kredite stehen jetzt nicht unter günstigen Sternen. Was die Liebe angeht, ist die Venus ja zurückgezogen im 12. Haus und wird dort auch noch rückläufig. Deswegen kommt die Liebe jetzt wahrscheinlich auf leisen Sohlen und ungewöhnlichen Wegen zu euch. Oder heimlich und im Verborgenen, zum Beispiel, weil es eine Affäre ist, die nicht herauskommen darf. Vielleicht spielt sich die Liebe auch mehr nur in eurem Inneren ab oder in eurer Fantasie. Falls im Moment flirtmäßig nicht so viel läuft, könntet ihr euch Hilfsprojekten zuwenden, denn die Venus in 12 ist auch ein Sinnbild für die selbstlose Liebe. Es könnte euch Freude machen, euch für eine gute Sache einzusetzen und nicht zuletzt kann man dabei dann auch wieder interessante Leute kennenlernen. Wenn es in der Liebe Heimlichkeiten oder Spannungen gibt, kann sich das rund um den Neumond am 9. Oktober zuspitzen, denn da bildet die Venus einen gereizten Aspekt zu Lilith und Mars und das kann im ungünstigsten Fall dazu führen, dass ein Liebesgeheimnis auffliegt oder dass man euch eine Szene macht. Weil der Neumond in euer Haus der Freundschaften fällt, hier in der Waage, steht dort vielleicht ein Neuanfang an, dem eventuell ein reinigendes Gewitter vorausgeht. Die angespannten Aspekte bleiben noch eine Weile bestehen, doch zumindest das Freundschaftsthema wird sich bald wieder entspannen. Günstige Tage für gute Gespräche und gemeinsames Lachen sind zum Beispiel der 18. und 19. Oktober. Geborgenheit in der Familie verspricht das Wochenende vom 20. und 21. Oktober.
Und am 23. Oktober um 13.22 Uhr geht die Sonne dieses Jahr in den Skorpion und aktiviert dann für die nächsten 4 Wochen ebenfalls euer 12. Haus der Spiritualität. Und das kann eure Tendenz, euch zurückziehen zu wollen und zu meditieren, verstärken. Oder ihr merkt es einfach nur daran, dass ihr viel Schlaf braucht und besonders interessante Träume habt. Tags darauf, am 24., ist dann der Neumond mit einer recht spannungsgeladenen Konstellation. Da könnten erneut Geheimnisse ans Licht kommen, aber ihr erhaltet auch tiefe Einsichten über spirituelle Zusammenhänge. Am Wochenende 27. und 28. Oktober zeigt der Mond schöne Zeiten für Begegnung, Flirt und Partnerschaft an. Und zu Halloween am 31. geht der Merkur in euer Zeichen Schütze, die Venus läuft zurück in die Waage und der Mond steht im Löwen. Das sind alles super Aspekte zur Schützesonne. Das sollte euch so richtig in Feierlaune bringen, sodass ihr Halloween genießen könnt. Das waren eure Konstellationen im Oktober. Wenn ihr eine ganz persönliche Beratung zu eurem Horoskop braucht, bin ich gern für euch da. Aber meldet euch bald, denn ich bin zum Jahresende immer sehr ausgebucht. Ruft einfach auf meinem Kundentelefon an oder schaut auf meiner Homepage vorbei. Alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar, Antonias Sterne, ist am Freitag, den 5. Oktober 2018. Und weil viele um 17 Uhr noch nicht können, habe ich extra für euch den Beginn der Veranstaltung auf 18.30 Uhr gelegt. Da könnt ihr mir wie immer eine Frage zu eurem persönlichen Horoskop stellen. Zum Beispiel jetzt, in welchem Bereich bei euch die rückläufige Venus fällt. Weil am Himmel so viel los ist, gibt es bestimmt reichlich Beratungsbedarf. Deshalb verlose ich in diesem Monat eine Kompaktberatung. Also 30 Minuten mit mir inklusive Mitschnitt. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil. Postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Ich freue mich auch riesig, wenn ihr meine Videos auf Facebook mit euren Freunden teilt. Zum Abonnieren einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei und erfahrt automatisch, wann ich neue Videos hochlade. Zum Schluss möchte ich euch noch meine Specials ans Herz legen. Über Lilith im Wassermann, über Uranus im Stier und Entdecke deinen inneren Heiler über Chiron. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.